Auf einmal wurde mir klar, dass ich selbst tatsächlich gar nicht mehr auf dem Bett lag, sondern dass ich mich über das Bett hinweg nach oben bewegt hatte. Ich war oben an der Decke und sah nach unten auf meinen Körper. Dann bewegte ich mich plötzlich durch einen Tunnel hindurch. Zuerst war es eher dunkel, dann wurde es zum Ende hin golden und ich tauchte ein in diesen absolut wunderschönen Garten. Und als ich weiterging, stand wieder auf der rechten Seite mein Vater. Er starb 2 Jahre vorher. Er sah so aus wie in der Zeit, bevor er krank wurde. Er war groß und kontaktfreudig und freundlich. Nicht so, wie er später war, kurz vor seinem Ende, als er Krebs hatte und sehr alt und schwach aussah.